Jo Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, nachdem der letzte Part echt extrem Mist war, wo wir uns ja am Anfang so vorgenommen haben, ja, ich hole jetzt das Brain of Cthulhu weg und ey. Und wir dann nach 12 Sekunden, grobe Schätzung, wenn überhaupt, vom Brain of Cthulhu richtig auf die Schnauze bekommen haben, werden wir uns jetzt nochmal versuchen, ein bisschen besser auszurüsten. Das, ist zum Beispiel möglich, indem man Meteorit hier landen würde. Aber das passiert mir ja leider auch nicht. Oder wenn wir ein paar coole Zauberstäbe hätten. Oder generell mal einen Zauberstab, der zu gebrauchen ist. Aber naja, wir müssen mal abwarten, was noch so passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das Brain of Cthulhu leichter zu besiegen ist als das Eye of Cthulhu, also das Gehirn, ist, glaube ich, je nach Waffentyp einfacher zu besiegen als das Auge, aber sie sind beide momentan, glaube ich, für uns noch nicht machbar, deswegen würde es, glaube ich, auch nichts bringen, wenn wir jetzt irgendwie uns mit dem Auge so ein Auge beschwören würden. Alter, was rede ich da? Und das dann besiegen könnten. Oh, Meteorit ist gelandet. Okay. Bevor wir uns darum kümmern, hol ich mal schnell. Hau ich mal schnell noch ein Orb weg hier unten, wenn wir schon mal hier sind. Und dann begebe ich mich auf die Suche nach den Meteoriten. Gucken, können wir den auf der Karte sehen, wo der gelandet ist? Ich guck gleich mal nach. Erstmal holen wir uns jetzt noch ein Orb. Hallo? Orb ist hier. Oh, zwei Orbs! Okay, das ist jetzt echt unvorteilhaft, weil dann wird das Brain of Cthulhu wiederkommen, weil wir ja schon mal einen Orb zerstört haben. Deswegen belasse ich es jetzt erstmal hierbei. Die lasse ich lieber in Ruhe und hole einen anderen Orb. Oh nein, gar nicht cool. Die machen auch immer einen Schaden, ey. Junge, Junge. Bombe, Bombe, Bombe. Sehe gar nichts. Okay, ein bisschen Luft wäre nicht schlecht, aber die schneiden mir natürlich gerade den Weg zum Luft ab. Okay, Licht auch nicht schlecht. Ach gut, ich habe ein bisschen Gel. Das ist echt vorteilhaft gerade. Oh, ich mache mal schnell drei Gelbomben. Platziere die. Ja, danke für die Nachricht. Aber das... Oh, zensiere ich! Oh, Junge. Wieso vergesse ich eigentlich jedes Mal, mich auf Offline zu stellen? Kann man das mal irgendjemand verraten? Mache ich jetzt einfach mal kurz fix. Und dann am Ende vergesse ich wieder, das zu rauszuschneiden. Und dann fehlt hier wieder was. Und dann bla bla bla. Ich bin einfach nicht fähig dafür. Boah, wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah, da sind noch Blöcke. Oh, oh, oh. Och, ey, Alter. So, eine Bombe noch schnell hier. Nein. Warum? Warum? Warum kommt denn das Brain of Cthulhu? Warum? Ach, Mann. Ich kriege ganz so viel. Okay, gucken wir mal auf die Map, ob man irgendwo was sieht. Nein, nein, nein. Nö, nö, nö. Sieht irgendwo anders aus, oder? Ach ja, ich kann ja noch Schaden bekommen. Ups, oh, jetzt geht's aber hier wieder los. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, alle. Nee, ich brauche Urlaub. Ganz ehrlich. Nur noch am Sterben gerade. Ist echt zu viel. So. Ja, auf der anderen Seite mal schnell gucken. Hm. Nö, nö, nö. Nö. Sieht nicht so aus, als wenn man das auf der Karte sehen könnte. Gut, ich begebe mich erstmal nach rechts. Keine Ahnung warum, aber erstmal nach rechts.
die Sterne, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit soll. Es gibt noch später eine Sternkanone, die man bauen kann, aber Sterne als Munition ist jetzt nicht so effektiv. Also, da gibt es deutlich effektivere Sachen, es sei denn, man hat irgendwie 999 Sterne gesammelt. Jetzt ist mir wieder kalt. Mann. Blödes Wasser. Gut, eigentlich laufen wir hier eigentlich nur lang, um die Meteoriten zu finden, ne? Also wenn einer von euch die Meteoriten sieht, dann schreit ihr. Oder ich schrei. So unerwartet schrei ich dann, wie beim letzten Mal, als ich von diesen Totenkopfdingern in Skeletrons Tempel angegriffen wurde. Da habe ich mich aber auch erschrocken. Junge, Junge, Junge. Kann deutlich schöner laufen, sowas. Die größt asozialste Kacke wäre natürlich auch, wenn auf einer Himmelsinsel dieser scheiß Meteorit einschlagen würde. Das hatte ich nämlich schon mal. Ey, nee, ihr glaubt's mir nicht. Ich habe dann überall nach den Meteoriten gesucht, habe ihn nicht gefunden. Und später im Spielverlauf war ich dann auf einer Himmelsinsel. Ja, sowas gibt's übrigens. Also einfach so mitten im Himmel gibt's so 2, 3 Inseln oder 4 oder 5, was weiß ich. Wo auch so Truhen und Items drin sein können und sowas. Und was war? Da war dann einfach dieser ganze Insel zerstört. Und was war? Ein Meteorit war da drin eingeschlagen. Und ich die ganze Map abgesucht. Nee, hier ist kein Meteorit. Das Spiel will mich verarschen. Ja, nee, war nicht so. Warte. Hola, Chica. Warte, kann man den mit Bomben abbauen? Oh, geil. Okay. Aua. Ah, ich brenne. Aua, aua, aua. Ja, kommen wir noch zum problematischen Teil, denn die Kollegen hier werden uns nicht freiwillig den Meteoriten abbauen lassen. Und da kommen halt schon ein paar mehr von. Ist unvorteilhaft. Oh Gott. Oh nein. Oh, Alter, machen die einen Schaden, ey. Das ist doch schon wieder nicht feierlich. Okay. Wie verteidige ich mich gegen euch? Das ist echt scheiße. Ich werde hier eh gleich wieder sterben. Oh, dahinter mir ist ja noch einer. Junge, Junge, Junge. Sag mal, habe ich das gerade etwa gut geregelt und bin nicht gestorben oder so? Oh, Junge. Ich mache Fortschritte. Oh, oh. Oh, das sind 2. Mist. 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 Oh. Sag mal, habe ich überhaupt die Meteoriten, die ich gerade mit den Bomben zerstört habe, wenigstens eingesammelt? Oder ist das jetzt nicht so passiert? Doch, 14. Wow, 14. Yay. Och Mann. Das kann ja Jahre dauern, bis ich diesen dreckigen Meteoriten abgebaut habe. Moment mal, ihr kommt mir gerade echt gelegen. Dann kann ich Gel sammeln und dann mache ich mir Gelbomben. Umbrella hat. Yay! Und dann mache ich mir Gelbomben und dann kann ich das viel leichter abbauen. Den guten Kollegen da unten. Ja, ich bin schon so ein Genie. Wenn ich eine ordentliche Meteoritenausrüstung habe, dann schaffe ich das, Brain of Cthulhu. Hoffe ich mal. Glaube ich jetzt einfach mal. Komm. Sag mal. Oh, ist das nervig. Was wollen die fliegenden Fische eigentlich noch von mir? Jetzt kommen aber ein paar viele Slimes, ne? So viel Gel brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Aber ich nehme es einfach mal hin jetzt. Und töte die alle. Das, so stelle ich mir das vor. So viel Schaden möchte ich nur von Gegnern bekommen hier. Aber nie. So läuft das hier natürlich nicht. So, wie viel Gel habe ich? Oh, 14, das reicht dick. Hey, fliegende Fische können also auch schwimmen. Warte, was? Oh, Mann. Gut. Wenigstens schützen wir uns gegen Schnee- und Regenfälle in unserem Gesicht.
Mit diesem glorreichen Ding. Ach, gut. So, hier war das auch gleich schon irgendwo, oder nicht? Yay, wieder ganz klasse von mir hier. Wenigstens ist das Ding nicht auf einer auf einer Himmelsinsel eingeschlagen. Das hat mir schon mal halbwegs den Tag gerettet. Gut. Alter, das ist weiter, als ich gerade in Erinnerung habe. Wahrscheinlich war ich gerade so in das Labern gegenüber den Himmelsinseln verwickelt, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wie weit ich gelaufen bin. War das so weit? Ja, hier war das, ne? Ja. Oh, ja, vielleicht soll ich aus dem Feuer raus. Geh weg. Böses Viech. So. Wow. So. Gelbomben. Gelbomben. Ich habe nicht so viel Zeit. Wo sind die? Da. Oh nein, sie kommen. Okay, wie kümmere ich mich jetzt am besten um die? Ups. Ja, ich auch gleich diese meine Pistole nehmen, oder? Kann ich wenigstens noch ein bisschen schneller schießen, aber das funktioniert ja so. Au, 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 au. Mist, wie komme ich hier wieder raus? wie viel habe ich schon? 188! 188! Okay, das ging jetzt echt ein bisschen schneller als erwartet. Da brauche ich ja nur einen Meteoriten und dann bin ich ja ausgestattet. Na gut, aber mir soll es recht sein. Au, Mann, nein! Och, nein! Oh Mann, ey. Ich kann nur noch drüber lachen. Das ist echt. Mann! Okay. Wir schmelzen in Anführungszeichen erstmal unsere Meteoritenerze ein. So. Geben wir Meteoriten machen. Wo seid ihr? Da. So, was ist das hier? Echt Kaktus? Kakteenschwert? Ja, seid ihr geistig? Junge Leute, wer macht sowas? Wow. Wow. 15 zu... Wow! Jetzt geht's mir aber gerade ein bisschen schnell. ne, die brauche ich sowieso nicht mehr. Die auch nicht. So, Hose. Oberteil. Helm. Und Pistole. Das ist doch schon alles, was ich wollte. Wie man sieht, die kostet... Oh nein, die ist scheiße. Mist. Oh. Okay, wie man sieht hier, increases Magic Damage. Perfekt für uns. Und hat sogar noch mehr Defense. Alles in allem, heftige Rüstung. Ein Defense haben wir jetzt gehört, oder? Ja, ein Defense mehr. Und dazu noch Magic Damage mehr. Und dazu noch können wir die Space Gun, die hier, benutzen. Ohne, dass es Mana kostet. Okay, der Umbrella Head. Nein, den wollte ich hier schon noch reinpacken. So. Und, hier noch die Dinger hier zu verkaufen. Ach Quatsch, weißt du was? Die behalte ich jetzt einfach. Ja, halt's Maul. Halt's Maul! Ich will etwas einlagern. So, das. Das. Ah, die Sterne behalte ich noch. Gut, dann gehen wir nochmal hin. Jetzt legen wir es nochmal richtig mit den anderen. Mit den Vieren da. Also, die Meteoritenbarren brauche ich rein theoretisch jetzt gar nicht mehr. Ja gut, aber haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Und die kann ich rein theoretisch auch relativ gut verkaufen. So ist es jetzt nicht. Alter, Ding schießt ja richtig flott. Junge, Junge.
Gar nicht übel. Gucken, wie viel Schaden wir damit machen. Jetzt traue ich es mir sogar wirklich zu, das Brain of Cthulhu zu besiegen. Oder das Auge von Cthulhu. Je nachdem, wie ihr wollt. Eins von beiden würde ich jetzt gerade sogar herausfordern. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, es auch zu besiegen. Sondern vielleicht fühle ich mich jetzt einfach nur heftiger, als ich bin. Oder? Ja, so viel Schaden mache ich gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Space-Pistole, die wir hier haben, echt scheiße ist. Oh, ich hab Schluck auf, ey. Junge, Junge. Also, das ist auf jeden Fall noch, steht noch auf der Liste, eine bessere Space Gun machen als die, die wir jetzt haben. Weil, das kann es keinem geben. Die schießt aber auch extrem schnell, fällt mir mal auf. Und, wir müssen ja mehrere oder ein großes Ziel treffen bei den Bosskämpfen. Deswegen könnte diese hohe Feuerrate uns noch ordentlich weiterhelfen. Ich könnte mir natürlich auch bei den Waffenhändler so einen Mini-Shark, also so eine Minigun holen, aber das Ding kostet richtig viel. Ich glaube 35 Gold oder so. Und bis wir 35 Gold haben, da sind noch 20 Parts vergangen. Weil wir hätten es relativ schnell, aber ja, ich sterbe ja halt immer wieder und dann ist mein Geld weg. Kann ich jetzt hier drauf stehen? Nein, natürlich nicht. Aua, ist das denn hier ein Sandschleim? Mann, ja. Lass mich doch hier einfach stehen. So. Wieso baue ich das jetzt eigentlich ab? Kann mir das mal jemand verraten? Das macht mir schon mal mehr Spaß. Au. Ich bin schon wieder gleich tot. Wow. Nein! Nein! Ich bin einfach verflucht. Och, 19 liegen da noch. 12 liegen da noch. 22 liegen da noch. Ja! Ah. 53 haben wir aber immerhin schon wieder. Na gut. Ja, ich. Ja. Mhm. Ich versuche mir eine neue Pistole zu machen. Und dann werde ich nie wieder mich so einem Meteoriten auch nur nähern, ey. Nein! Wieso kann ich keinen machen? Ey, Kai, warum nicht? Ist das denn Meteor-Stuff? Oh, Souls of Light. Na gut, schade. Drill Containment Unit. Summons. Oh, ist das denn? Oh, Star Cannon. Mini Shark. Oh. Shoots Fallen Stars. Junge, Junge, Junge. Space Gun. 20. Ich bin verflucht. Ich bin einfach verflucht. Jetzt kann ich da wieder hinlatschen, ey. Oh, Mann. Naja, wenigstens sehen wir ein bisschen was von der Welt. Ist ja nicht so, dass wir diesen Teil schon jetzt 15 Mal in diesem Part lang gelaufen sind. Wir sehen immer wieder schön die Natur. Junge, Junge, Junge. Oh, an dem nächsten Part werden wir uns immer eine Battle-Plattform bauen, also bei unserem Haus, weil später kämpft man generell eigentlich nur noch bei seinem eigenen Haus, weil man dann da so die Bosse beschwören muss. Eigentlich generell beschwört man die dann nur noch so im Hardcore-Modus und so. Deswegen brauchen wir sowieso mal eine Plattform zum Kämpfen. Die bauen wir dann und dann bekämpfe ich mal das Auge von Cthulhu. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist das Let's Play zu Ende. Das schwöre ich. Das wäre echt, nee, das wäre mir zu viel. So. Jetzt sind wir jetzt langsam mal wieder da, es dauert mir echt zu lange. Habe ja schon die halbe Map wieder einmal umrundet. Oh nein. Oh Mann. Okay. Kann man vielleicht noch brauchen. Was ist das hier eigentlich? Ein fucking. Oh, Grabstein. Nee, will ich nicht. So schnell einsammeln. Aua, danke. 53 wieder. Yo, wahrscheinlich.
so schnell wie möglich, dass wir alles erledigen. Damit mich nicht gleich wieder die Meteoriten töten. Also die Mini-Meteoriten. Alter, ich habe schon wieder fast kein Leben mehr. Das zieht ja übelst viel ab. Hey. Nicht mal werfen kann ich. Au. Ich habe keine Bomben mehr. Mist. Schnell noch drei machen. Alter. Was? Die durchdringen ja die Gegner. Cool. Das macht die Waffe noch um einiges stärker. Okay. Mache ich das jetzt am besten? Oh, so. Oh, hier kann ich noch was einsammeln. Oh, Alter. Sorry, Map. Das war echt jetzt doll. Wie viel haben wir nochmal bekommen? 156. Komm, eine Bombe setze ich nochmal hier. Oh. Ja, gut. Ich wollte sowieso nach der Bombe aufhören, also. Von daher ist das nicht so wild. Ich hab, was ich wollte. Hab dabei wieder meine Nerven, Geld und Zeit verloren, aber ich hab, was ich wollte. Und jetzt mache ich noch die Barren, rüste mich ordentlich aus und dann war's das wieder mit dem Part. Aber erstmal Barren machen, habe ich wieder 70 Stück. So, okay, die ist normal, die behalte ich. Nix plus, nix minus. Ey, die echt, Alter. 21 weniger Schaden, ey. Und minus 18 Speed hatte die sogar noch. Junge, Junge, Junge. So weit kommen wir es hier noch. Was ist das denn hier? Geht schon. Oh! Jetzt können wir mal die alten, den alten Hammer, die alte Axt wegpacken. Jetzt haben wir eine Hammer-Axt. Hier. Ah, Schaden und Knockback braucht die auch nicht, also ist das nicht so weit. Oh, Gold kann ich auch noch ein bisschen machen. So. Ist sie besser? Bisschen. Ja, mach ich mal meine Goldspitzhacke. Tschüss, alte Spitzhacke. Oh, haben wir doch noch was geschafft, Junge, Junge. Goldspitzhacke. Hammer-Axe. Oh, ups. Hammer-Axe. Und eine Space Gun und eine Meteoritenrüstung. Junge, wir haben was geschafft in diesem Part. Kommt mir gar nicht so vor, aber das war's schon wieder mit Let's Play Terraria. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vergesst nicht, das Video zu bewerten und gegebenenfalls meinen Kanal zu abonnieren. Das ist selbstverständlich kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Ciao.